Hallöchen, hier ist wieder Nikoshima. Ich melde mich zurück mit Prince of Persia. Leider hat es ja ein bisschen gedauert, jetzt glaube es waren ein paar Monate, bis ich jetzt endlich wieder weitermachen kann, aber es hatte sowohl private Probleme, kann man sagen, also ich hatte wenig Zeit in letzter Zeit. Und ein Hauptgrund mit war wohl auch mein Computer. Dieser meinte nämlich einfach mal keine Lust mehr zu haben auf das ganze Rendern und sonst was. War alles ziemlich nervig. Von daher ist alles ein bisschen doof gelaufen. Oh, okay, das ist jetzt auch gerade ziemlich doof gelaufen. Muss ich mich gerade ganz kurz noch mit der Steuerung vertraut machen. Nee, aber auf jeden Fall, das Problem an meinem Computer war, dass ich keinen Speicherplatz mehr auf C frei hatte. Und ich somit keine Videos mehr bearbeiten konnte, geschweige denn aufnehmen, und eigentlich mein ganzer PC, naja, ich will nicht sagen im Arsch war, aber ich konnte ihn nicht wirklich nutzen. Okay, kann ich also auch nicht lang. Ich hoffe doch, dass es mittlerweile wieder geht. Frage ist nur, wie, für wie lange. Aber gut, schauen wir mal. Im Falle des Falles werde ich mir wohl doch irgendwann nochmal einen größere Festplatte holen. Aber ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe, dass ich das nicht machen brauche. Egal. Wir spielen weiter. Also ich hatte schon in der letzten Folge gesagt, dass ich diese Szene oder diese Stelle hier im Spiel schon immer gehasst habe. Weil ich nie wusste, wo hier genau der Weg ist, und so geht's mir gerade auch. Vielleicht merkt man das ja. Oh Gott, ich falle mal runter. Aber schön, dass es von diesen Vögelviecher kommen auch immer so viele. Ich glaube, abwehren kann ich hier drauf auch nicht. Okay, einer noch. Gut. Ich hoffe, das war's erstmal. Okay, er kriecht langsam, aber er kriecht. Oh, da fällt. Eigentlich voll krass, dass er aus der Höhe schon stirbt. Ich meine, manchmal springt er von sonst wo runter und er überlebt. Allerdings wäre das Level auch, oder die Szene hier zu einfach. Ein Grund, warum ich es hasse. Aber egal. So, ersten Schritt hätten wir schon mal. Jetzt kann ich nämlich auch das hier holen. Komm, sammle es ein. Oh, sehr schön. Und wir haben gleich einen neuen Sandbehälter freigeschaltet. Bedeutet jetzt aber auch, oder ging das jetzt noch? Ich glaube, jetzt war das ja so, dass ich meinen Supermove, wo ich die Zeit praktisch anhalten kann, stillgelegt ist. Aufgrund, weil sich ja erst dieser Halbmond neu bilden muss. Was natürlich nicht ganz so gut ist. Ich weiß noch aus der letzten Folge, wo wir auf der Brücke da waren. Da war es dann schon ziemlich heftig mit den Gegnern, wo der Special Motion echt gut war. Aber gut. Muss ich halt ohne miese Tricks kämpfen. So wie ein echter Prinz. Ein echter Prinz grinst. So. Ich weiß jetzt nur noch, dass wir dieses Tor irgendwie nach oben fahren müssen, damit wir dann an der Wand lang ran können. An der Wand lang ran können. Ich glaube, das war schon der ganze Trick dieser Welt. Ich hoffe es mal. Ah, es ist schön, wenn man sich unsicher ist. Also die Steuerung macht mich gerade echt ein bisschen sehr fuchsig.
Verstehe eigentlich gar nicht, warum immer so viele Kisten sind und da nie was drin ist. Egal. Die Steuerung macht mich gerade so wirklich ein bisschen fuchsig, weil ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel auch Assassin's Creed 3 noch gezockt. Ne, ihr wisst ja, Assassin's Creed Unity steht davor, steht kurz bevor. Und ja, ich muss noch ein bisschen was nachholen. Ach so, jetzt ist das Tor oben. Jetzt muss ich da irgendwie ganz schnell wieder hochkommen. Ich frage mich bloß, wie ich denn da wieder hochkomme. Wahrscheinlich auf denselben Weg zurück. Okay. Ja, Assassin's Creed Unity steht ja bevor und ich muss noch ein bisschen was nachholen. Und ich freue mich einfach schon mega drauf auf diesen Teil. Ich hoffe nur, dass das meine Grafikkarte auch irgendwie mitmacht, aber wenn nicht, scheißegal, wird auch nachgerüstet. Wo waren die Leiter hier? Ah, hier. Ursprünglich hatte ich auch geplant, dass ich von Assassin's Creed, angefangen mit dem ersten Teil, komplett durch Let's Playe. Das war mir dann aber doch für den Anfang der Spur zu gewaltig. Und von daher habe ich es nicht gemacht. Ach, vielleicht mache ich das ja irgendwann noch. Ah, nein. Ja, okay, noch ein Stück zurückspulen. Ja, ich bin auf jeden Fall gerade sehr an Assassin's Creed gewöhnt mit den ganzen Klettern und alles. Das ist hier natürlich eine Riesenumstellung. Das ist halt natürlich viel einfacher und simpler gemacht. Von der Spielmechanik her. Man kann halt, wenn man sieht, das halt schon, was, wo du hier ranklettern kannst. In Assassin's Creed kannst du dich ja wirklich frei bewegen. Aber egal, oh Gott, schaffe ich es noch? Okay, so vielleicht nicht. Alter, war das knapp. Ich habe das Gefühl, manchmal rede ich ein bisschen zu viel und dadurch kann ich mich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Aber wir haben es geschafft. Okay, also das war jetzt der Teil, den ich nie wusste, wo es lang geht. Ist eigentlich schon ein bisschen fail, das zu erwähnt zu haben. Ist da noch irgendwas? Klar. Schwuppdiwupp. Sehr gut. Wenn ich mich jetzt überlege, was jetzt als nächstes kommt, boah, ich habe keine Ahnung. Oh, Wahrscheinlich ist habt es so ihr am die ganze Zeit auf besten. mich gewartet? Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt. Ich nahm ein heißes Dampfbad. Schade, dass ihr nicht dort wart. Hör auf, Selbstgespräche zu führen. Ja, wir erinnern uns. Die Bäder. Eine schöne Sache. Ich glaube, da haben wir unser Schwert bekommen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr hier dran erinnern. Ich meine, unbedingt wie ein Bad oder wie die Bäder sieht das jetzt noch nicht aus. Oh Gott, ich werde abgetrieben. Aber stimmt. Sowas in echt wäre bestimmt voll romantisch. Oh, ich treffe die nicht. Komm her. Skarabäen sind mir lieber als diese komischen Vögel. Die treffe ich hier wenigstens leichter. Kommt bestimmt wieder eine schöne Runde Kletterpartie. Okay, sage ich ja. Nicht runterfallen. Dann wollen wir mal gucken, ob ich es beim ersten Mal auch gleich schaffe.
jetzt hier runter. Sieht ein bisschen steil aus. Kommt ein Wasserfall. Kann ich rüberspringen? Ich dachte erst, der kann da lang laufen, aber es wäre ein bisschen unrealistisch. Und nur ein bisschen. Oh Gott. Sie. Ihr seid aus Sand, ihr braucht mein Blut nicht. Aber die sind voll nervig. Ich fliege immer zurück. Und jetzt kommen sie gar nicht mehr wieder. Oh nee. So viel zum Thema, sie kommen nicht mehr wieder. Los, verschwindet. Jetzt sind sie wieder weg. Und die nächste Vision. Schauen wir mal. Okay. Dramatische Szene. Pfarrer fällt irgendwo tief hinunter. Über den Dolch kann sie Beim retten. nächsten Mal fangen wir hier. Ob wir den Dolch verlieren? Dass Pfarrer den Dolch denn hat, dass Pfarrer den Dolch denn hat und wir erstmal mit ohne rumrennen müssen. Puh. Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, vor allem gegen die Sandmonster zu kämpfen, wenn wir die ganze Zeit aufsaugen können. Ehrlich gesagt hoffe ich, das wäre spannend, das wäre cool. Aber wie schauen wir mal. Okay. Hier war wohl länger keiner mehr. Muss doch mal neu gemacht werden. Wie konnte ich ihn trinken? Oh, Scheiße. Wie konnte ich ihn trinken? Okay, mit Rechtsklick. Mache ich nichts mehr auf, wenn ich eine Flasche trinken will. Oh. Die war bestimmt sehr alt. Und sehr viel wert. Oh nein, ich weiß schon. Psst, geh weg. Na los. Stirbt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die mir Schaden zurichten oder ob die einfach bloß nerven. Oh Gott, er bricht. Alter, dir fällt ja alles auseinander. Ja, zufällig fällt da ein Schatten, finde ich aber gut. Okay, da drüben schon die nächste Vision. Obwohl die bisher noch gar nicht eingetroffen ist. Aber vielleicht kommt das noch. Nein, da war ein Klick zu wenig. Ach ja, Zeit zurückspulen. Wie sehr wünsche ich mir diese Fähigkeit in anderen Spielen. Okay, vielleicht erfahren wir jetzt auch ein bisschen mehr, was passiert. Okay, die war jetzt nicht sehr informativ, außer dass viel geklettert wurde und wir praktisch Beim gestorben nächsten sind. Mal Aber fangen wir hey! hier an. Ich bin halt echt verwundert, ehrlich gesagt.
Das heißt, die eine Vision, jetzt sind Peter und Walter gefangen und gestorben. Naja. Machen wir diese Vision einfach nicht wahr. Nein. Da fehlt mir eine Drehung. Das ist gerade nicht passiert. Oh. Okay, das war knapp. Hey. Ach so, ich bin, glaube ich, da zu hoch dran gesprungen. Okay, super. Ich verbrauche gerade nur all meinen Sand. Aber ich habe ihn wieder aufgeladen. Sah irgendwie nicht so nach Spaß aus. Oh Gott, die Fledermäuse wieder. Vielleicht sind es ja jetzt gar keine Fledermäuse, sondern die Sandmäuse klingt auch scheiße. Wie nenne ich denn die? Fleder. Vielleicht nenne ich einfach Flederviecher. Hoch oder runter? Wahrscheinlich komme ich mit dem Einweg nochmal zu so einer Quelle, wo ich mein Leben verbessern kann. Wäre gut. Oh Gott, hier sind so viele Wege gerade. Oder die Wege führen immer wieder an dieselbe Stelle und man will mich bloß verwirren. Ja, irgendwie ja schon. Weiter? Ich habe keine Ahnung. Egal. Kann ich hier schon reinspringen? Ich versuch's einfach. Okay. Deshalb sollte man nie in unbekannte Gewässer springen. Man weiß nie, wie hoch sie sind. Wie tief sie sind. Also anders. Mit einer Leiter zum Beispiel. Okay, ja, es war ja auch ein Stück hoch. Ich wette, wir begegnen jetzt gleich Farah wieder. Ach, schön, wir sehen wieder, was von Menschenhand gemacht ist. Und an die Szene erinnere ich mich ein bisschen. Hier kommen auf jeden Fall gleich Monster. Glaube ich. Okay. Da ist eine Vision, aber da komme ich so noch nicht ran. Okay, also auf den langen Weg. Okay, sei ja. Trigger bewegen wir sehen, was er haut, dann habe ich zu drehen. Okay, um so und zu swingen. Okay, Kletterpartie. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Aber ich kann schwören, hier kam ein Monster noch.
Aber vielleicht kommen die noch. Wenn ja, hoffe ich nicht diese Dicken mit den Riesenschwertern. Klingt komisch, aber ist so. Okay, ich glaube, das war schon mal nicht der Weg. Schöne bei diesem Spiel ist ja eigentlich, dass es ja bloß einen Weg gibt. Kann zwar manchmal falsch laufen, aber so wirklich an eine Stelle kommen, wo man absolut nicht mehr weiter weiß. Weiß jetzt nicht, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Einzige war vorhin die Szene, vor der ich ein bisschen Angst hatte, aber die war dann doch ganz einfach. Naja, wir schauen mal. Na, sind sie weg? Okay, da oben komme ich nicht ran. Aber ich komme hier ran. Bringt mir da einmal was? Das Seil was? Ja, glaube ich schon. Jetzt nach oben. Oder auch nicht. Ich frage mich gerade, was das Seil bringt. Oder will man mich nur verwirren? Okay, da kann ich nicht rauf. Wäre schön, wenn ich jetzt wieder. Genau. Habe ich irgendwas übersehen? Eigentlich nicht. Das habe ich schon gesagt, eigentlich gibt es immer einen Weg, den man gehen kann. Ich nehme alles zurück. Manchmal ist es doch kompliziert. Hallo? Okay, so weit springen kann er auch nicht. Oh, ich habe echt Probleme mit den Gleichgewichtheiten. Das ist gerade ein bisschen tricky. Ich muss da ran, oder? Ach so, ja, jetzt sehe ich's. Aha. Ja, manchmal ist. Okay, gut, dann kann ich da auch nicht ran. Manchmal ist komisch. Tja, und jetzt. Ja, mit den Runterfällen nervt mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Warum komme ich auch nicht ran? Oh Mann, fall doch nicht immer runter. Das bringt mir alles nichts, habe ich das Gefühl. Ich muss da oben hin, heißt im Klartext. Ich hätte da oben bleiben müssen. Ah ja, okay, jetzt. Ich habe einen Plan. Es kommt nicht häufig vor, aber wenn ich einen habe, dann ist es gut. Ja, und jetzt bleibe ich hier oben. Rüber. Okay, sieht auch genauso aus wie in einer Vision. Jetzt will ich einfach mal da rein.
Oh, okay, das war knapp. Hoch, oh Gott. Oh, ich dachte, der fährt weiter. Okay. Ah. Okay. Ja, okay. Ein bisschen problematisch, aber im Großen ging es doch. Ich merke nur gerade, dass ich vergessen habe, mir irgendwie eine Uhr einzurichten oder auf die Uhr zu gucken, wie lange ich schon aufnehme. Aber was soll's, egal, ich mache jetzt einfach weiter und das wird einfach mal eine Folge in Überlänge. So als Entschädigung. Und Zeichen meines guten Willens. Come on. Ah, die kriegt man aber auch nicht. Kriegt man nie geschlagen. Naja, aber eigentlich stören sie auch nicht. Habe ich das gerade gezogen? Ja. Ach ja, klar, da kommen die ja gerade raus. Okay, that was easy. Oder auch nicht. Okay, der Sprung kommt, der war meisterhaft. Jetzt war ich fast kapiert. Na, zum Glück ist hier. Okay, sie greifen doch an. Hallo, weg. Ah. Oh, ich bin tot. Klar, ich überlebe einen meisterhaften Sprung und dann killen mich diese Fliegeviecher, Flederviecher. Kommt her. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo ich damit eigentlich hin möchte. Da oben erstmal. Nachdem ich getrunken habe. Aber wo ich dann damit hin möchte, ich weiß es noch gar nicht. Oh, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Hoffe ich zumindest, aber ja, muss, ja, sieht schon mal gut aus. War ja eigentlich gleich auch hier schon durch sein. Ich frage mich aber noch mit der Vision von vorhin, wo die gute Farah so am Abnippeln war. Bin echt gespannt, was das zu bedeuten hat. Muss ich mehr Schwung holen oder? Oder? Gut, ich hoffe, sonst wird mehr Schwung. Ist nicht mehr geschafft, den Absprung. Okay, ah, nein. Gute Frage, nächste Frage, wie komme ich jetzt dahin? Ernsthaft jetzt, wie komme ich darüber? Ich bin verwirrt. Ich musste doch dahin, oder? Oder den mit meinem Seil weiterschwingen. Ich glaube, ich hätte weiterschwingen können, oder?
Och nö. Wie weit komme ich denn jetzt zurück mit meiner Zeit? Okay. Ja, leider nichts genug zurück. Egal. Ich versuch's erneut. Ah, nein, nein, nein. Das Doofe ist, ich muss immer warten, bis er nicht mehr nass ist. Sonst kann ich die Wand nicht hochrennen. Gut, okay. Merken, genauer umsehen. Oing. Okay, eigentlich ist es ja mehr als deutlich, oder? Hey, geschafft. Sehr gut. Okay. Oh Gott, Monster. Aber bisher noch keine starken. Ich habe das Gefühl, die kommen gleich. Wir werden uns bestimmt nicht nur mit ein paar Dickerchen überraschen. Sage ich ja. Auch noch gleich die ganz schwere Sorte. Und diese Typen auch noch, die kann ich immer noch nicht leiden. Ah, scheiße. Komm schon. Okay, noch erwischt. War das ein Dickerchen? Also so ein großer? Okay. Ich hatte echt ein paar Probleme. Ach stimmt, die konnte ich nicht abwehren. Das habe ich glaube ich auch schon im letzten Video festgestellt. Die kann ich also schön mit der Zeit verlangsamen, das ist gut. Was das Kühne denn doch deutlich einfacher macht. Ja, die ziehen aber gerade ganz schön. Die haben gerade ganz schön rein. Oh Gott, ich bin tot. Ich hatte jetzt schon wieder vergessen, wie schwer die Kämpfe sind. Ey, das ist voll krass. Ich kann mich auch nirgendwo heilen. Okay, jetzt. Einer nach dem anderen. Oh, ich habe schon wieder so wenig Energie, dass sie mich one-hitten. So, ist hier irgendwo Wasser, Wasser, Wasser. Ja, sah nicht so aus. Oh. Hilfe! Ich kann gerade schon wieder nicht zurückweichen. Okay, habe ich schon mal. Oh Gott, ich hasse es. Ich weiß gar nicht, ob da noch schwerere Gegner kamen. Warte mal, super.
Nein, nein, ich kann die Zeit nicht zurückspulen. Komm schon, komm schon, komm schon, nein. Mist. Nein, 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 das ist auch nicht passiert. Oh Gott, von Anfang an wieder. Aha. Aber jetzt habe ich wenigstens wieder volles Leben. Diesmal schaffe ich's. Nein, sterbe mich doch jetzt nicht. Okay, das war nicht schlecht, das muss ich zugeben. Schon mal ein guter Anfang. Hey. Okay. Okay, zum Glück sind die kleineren nicht allzu schwierig. Der Dicke dagegen. Da braucht man nicht näher kommen, hopp. Okay. Aber ich finde es gut, dass die sich auch selber wegschnetzeln können. Okay, das war zu viel. So wie jetzt. Naja, wenn man die ganzen unterschiedlichen Attacken schon ein bisschen sinnvoll einsetzt, dann geht das eigentlich. Darf ja aber nicht wirklich so schnetzeln, wie man mag. Das glaube ich, hatte ich schon mal erzählt. Oh, es kommen immer so mega viele, ich finde das immer verkauft. Weil wenn ich jetzt sterbe, kann ich alles wieder von vorne machen. Greif nicht an, greif nicht an, greif nicht an. Ja, ich weiß, ich kann das mal spielen. Schön, den anderen kriege ich auch noch. Okay, ich glaube, das war's auch. Yep. Okay. Oh, geschafft. Ich bin irgendwie immer froh, wenn wir den Kampf geschafft haben. Okay, die Division war jetzt nicht ganz so. Ja. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Informativ. So, dass wir Farah wieder gesehen haben, von uns nücht. Uns gibt's nicht mehr in der Zukunft. Wir werden sterben. Kann das hier Wasser? Nee. So, hier ist Wasser. Schauen wir mal, was weitergeht. Hey, was machst du?
Zwei Schalter. Der eine öffnet die Tür und der andere eine Plattform. Okay, so noch nicht. Schwing. Knapp, wie immer. So, jetzt mal umgucken. Das gute Zeug einsammeln. Wieder zwei Schalter. Ich mache mal den ersten. Okay, da kommt eine Plattform raus. Oh, hoppala. Irgendwo am Ende öffnet sich eine Tür und das ganze Fallensystem natürlich auch. Klar, muss ja beides miteinander kombiniert sein. Okay. Das war aber so nicht geplant. Ja, die Steuerung. Das Schöne, ich habe zwar jetzt hier im Gamepad zu liegen, das habe ich mir ganz neu geholt. Nee, so geht das. So geht das nicht. Mir Gamepad geholt vor kurzer Zeit, aber das Spiel erkennt das nicht, beziehungsweise es wird schon erkannt. Ich sehe es in den Optionen, aber ich kann damit nichts anklicken oder vielleicht muss ich irgendwann noch einstellen, aber ich habe keine Ahnung. Spiele ich halt weiter wie gehabt. Das war krass, man. Ich muss mich echt konzentrieren. Seid ihr da? Nein! Ach, komm schon. Alter, die Steuerung bringt mich irgendwann noch wirklich um. Wieso trifft er mich da? Ich mach's jetzt mal ganz einfach. Bin ich. Oh Gott, kenne ich die? Oh Gott, welche mit Ketten und Euschen und Rüsten. Okay, ich kann schon mal über hier rüber springen, das ist schon mal gut. Das kämpft immer deutlich einfacher. Fällt gerade ein, wo ich hier so schön am Schnitzeln bin. Ich hätte die nächste Folge in Überlänge machen sollen, so als 10. Video. Es wird besser gepasst. Aber egal. Gerade überlegt. Ich überlege gerade sehr viel, merke ich. Die Waffe jetzt an sich auch stärker als Mobs, also Gegner schneller tötet. Weiß gar nicht, glaube ich, hatte ich aber gesagt, mal in dem Video, wo wir das Schwert bekommen hatten, oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Der Dicke stört mich gerade ein bisschen. Weil er guckt gerade nur die Holde Mike an, von daher. Mein Glück.
Ich wollte gerade sagen, die Typen mit Ketten sind ja zum Glück noch kein Problem. Aber da haben sie mich doch gerade schon. Aber an sich finde ich gut, dass man hier immer so oft speichern kann durch die Vision. Und kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ein Spiel zockt, wo es nicht automatisch speichert an der Stelle, wo du vielleicht das Spiel ausmachst, sondern jedes Mal einen Speicherpunkt finden musst und dann kommt ewig und ewig kommt keiner, das ist... Oh ne, kann ich gar nicht leiden. Ich finde es hier aber generell gut gemacht mit den Visionen. Ich finde es ja auch irgendwie cool, wenn man jetzt genau von dem Teil ein Remake machen würde. Also Remakes finde ich an sich nicht schlecht, aber die ganze Story, der, so wie es halt ist, soll kein neues Future hinzukommen oder irgendwas anders gemacht werden. Soll alles gleich bleiben, bis auf die Grafik. So eine schöne Next-Gen-Grafik. Wäre schon geil, würde schon geil aussehen. Obwohl, dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr dieses... Ach, dieses schöne alte Prince of Persia. Es würde vielleicht gut aussehen, aber irgendwie dieses Feeling würde vielleicht nicht ganz so gut rüberkommen wie jetzt mit so einer Grafik. Hallo. So, wieder speichern und ich habe schon gesehen, gleich geht's wieder weiter mit Kämpfen. Das dann aber wirklich im nächsten Part, in Part Nummer 10. Mal gucken, ob ich gleich noch das Session weitermache. Und ich werde wahrscheinlich erstmal essen. Von daher sehen wir uns in Part 10, Leute.